Hallo zusammen, ich habe hier die Wemo Powerbank 40 Ampere. Das ist an sich vom Grundaufbau eine Liontron Batterie 40 Ampere. Dann habe ich hier ein Kabel, also ein Griff. Die Polklemmen sind abgedeckt und ich habe hier ein Kabel, das ich direkt in die Kühlbox stecken kann. Also ich sage mal zum Beispiel hier diese 80 Ampere Truhe, das sind 81 Ampere, darüber gibt es sicher ein anderes Video, das ist jetzt nicht das Thema. Und was geändert wurde, ich habe eben das Anschlusskabel hier, das ist fest, ist nur einen Meter lang und ich habe hier die gleiche Steckdose zum Laden. Wenn ich natürlich mit dem Strom hier komme und hier lade, das wäre ein Perpetuum mobile, das funktioniert nicht, geht nicht, passiert auch nichts. Zum Ausgang, ich habe hier ein Sicherungsautomat drin, 8 Ampere. Sobald ich mehr ziehe als 8 Ampere, diese Stecker sind zugelassen für 10 Ampere, ich kann kurzfristig mehr ziehen. Eine Standardkühlbox zieht 70 Watt, das sind 5,5 Ampere Spitze. Also 8 Ampere, absolut ausreichend für eine Kühlbox. Die Ladetechnik ist hier oben drin, unterm Deckel von der Batterie. Das heißt, wir haben einen Nachteil, wenn wir die Batterie zum Beispiel laden, wird hier oben ein bisschen gut handwarm. Ja, aber wie laden wir jetzt diese Lithium-Batterie oder diese Powerbank? Wir haben hier Standard-Ladegerät, was wir haben für unsere Kühlboxen. Das ist ein Ausgang von 24 Volt. Wir können hier, statt an die Kühlbox einzustecken, stecken wir das hier oben ein und wir haben eine Ladung. Oder wir haben das 12 Volt. Wir können über einen Zigarettenanzünder vom Auto, wenn das Auto läuft, können wir diese Batterie hier laden. Bei stehendem Auto ist meistens der Zigarettenanzünder nicht so interessant und dann kommt kein oder zu wenig Strom, dass wir das laden können. Auch hier haben wir die Begrenzung drin. Wir können hier nur 6 Ampere laden, maximal, weil wenn wir über diesen Zigarettenanzünder, weil die Lithium-Batterie hier, die könnte ja 50 Ampere aufnehmen. Hier ist ein Begrenzer drin auf die 5 Ampere. Und wenn wir mehr ziehen würden als 10 Ampere, hier ist eine 10 Ampere Sicherung drin, teilweise Zigarettenanzünder haben auch 10 oder 15 Ampere Sicherung drin. Also ich kann da einfach nicht 50 Ampere rausziehen, sondern halt nur 5. Durch das habe ich hier etwa eine Ladezeit, wenn sie wirklich leer ist, von ca. 10 Stunden, ist temperaturabhängig. Das ist jetzt bei 20 Grad. Wenn ich die Batterie einpacke, zupacke mit Gepäck, oder es ist Sommer wie letztes Jahr mit 39 Grad, dann wird die Ladeleistung nochmals zurückgehen, weil wir hier einen Thermoschutz haben, dass die Batterie oder die Ladetechnik nicht so warm wird. Ja, das ist unsere Powerbank für Kühlboxen, weil Kunden danach fragen, kann ich das Teil mobil mitnehmen? Wir haben dann auch hier einen neuen Kleber drauf gemacht. Es ist immer noch eine Liontron-Batterie. Eine Powerbank für einen Kühlschrank. Autonomität ist einmal 20 bis 40 Stunden, je nach Außentemperatur. Die Anfrage ist eher, ich muss ein Gerät mitnehmen, ins Auto packen oder irgendwo mobil. Sowas ist die Lösung. Preise sind mir nicht ganz klar. Es wird irgendwo bei 700 Euro liegen, weil die Lithium-Batterie hat natürlich ihren Preis. Die Ladetechnik, die Kabel, das ist dann noch Kleinkram, aber es muss auch gemacht werden. Ich wünsche euch einen schönen Tag.